Grüß euch Leute, willkommen zurück bei Let's Play Dishonored. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Sind ganz schön viele Typen. Bitte die aufbeamen auf die Treppe. Das ist die Kamelschacht. Die aufbeamen, die dort ist. Ich weiß nicht. So eine Art Maske, sagte er. Konnte er nicht so gut erkennen. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt, aber er huschte herum wie der leibhaftige Outsider. Vielleicht hat ihn die Seuche verrückt gemacht. Er kämpfte nicht wie ein Infizierter. Er hatte Disziplin. Glaub mir, nimm ihm die Maske ab und du siehst einen Weiler. Weißt du, was ich glaube? Er ist einer von Dauds Männern. Die kämpfen auch so, wie ein Schatten. Wohl zu viele Schauermärchen. Leg dich erstmal hier ab. Die Sache ist. Was gesehen? Pass auf! Scheiße. Fuck it. Jetzt habe ich zweimal nicht umgesehen. Riskieren Sie nicht zu viel, mein Herr. Wenn Trevor meinen Sitz im Parlament bekäme. Er würde die ganze Partei in den Jetzt hab ich dich. Wer bist du? Was machst du hier? So. Ich bin ein Händler. Fickt euch. Ich lass dich auspeitschen. Was? Eine Mine werfen. Ach, okay. Ich bin im Kampf in dem Spiel nicht gerade gut. Ja. Das ist wahrscheinlich, weil wir falsch weiter aufgestiegen sind mit den ganzen Sachen. Da muss einen anderen Weg geben, das gibt's doch nicht. Geht jetzt zum Kunsthändler oder was weiß ich. Oder ich hol mir erst das Knochenartefakt, ich weiß es halt echt nicht. Kannst du aufbeamen, oder? Haben sie verstärkt. Ah. So. Ich kann nicht liegen lassen. Sieht immer jeder. Wo sieht denn jeder da? Die Tür musst du mir das zumachen. Diese und. Hallo? Waren da nicht zwei Türen? Ah ja, okay. Diese hier auch noch. Gut, dann schauen wir uns. Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Wir schalten jetzt eine nach der anderen aus. Der schläft eh. Oder... Wer? Ich weiß nicht, sollen wir den einen Betäubungsbolzen reinjagen? Ich glaube, das wäre bloß Verschwendung. Da musst du jetzt aufpassen, das sind zu viele. Hat er gesagt, was er wollte? Er hat wohl kein einziges Wort gesagt, aber er horcht. Solche verrückt lassen. Den musst du in Ruhe lassen, der kennt die Villa. Ja, wenn er zu mir schaut. Nicht, wenn er ganz weit weg ist.
langsam wohl. Ja, aber nur ein bisschen, Gott sei Dank. Hey ho, and up she rises. Wo mussten hier jetzt eigentlich? Jetzt sieht er sie gleich. Ah, nein, nein, nein. Aber die sieht er gleich. Glaube ich auch nicht. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Abkratzen hier. Wo musst du hin? Ich muss in dieses Zimmer, aber solange hier noch so viele Leute herumwurren, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Wie viel sind da drinnen? Mindestens zwei. Jane. Hallo? Jürgen. Ja. So. So, und jetzt, glaube ich, sind keine mehr da, die mich stören könnten. Sekunde, wir sind doch das letzte Mal auch über diesen Weg in das Nähe gekommen. Wer soll ich heute Abend sein, Lord Pendleton? Ja, aber wie? Von mir aus der Oberaufseher. So betrunken war ich noch nie. Manche meiner Freunde sagen, ich sehe aus wie Lady Boy. Waverly? Das glückliche Mädchen. Ja, und das ist... würde ich auch Feste feiern und mit den Gefühlen des Lordregenten erkennen. Oh, Scheiße. Tee trinken. Ja. Ich wollte Sie nicht verärgern, mein Herr. Warte. Wenn ich es mir überlege, solltest du dich wie sie anziehen. Ja. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Mit Vergnügen, mein Herr. Soll es in weiß oder schwarz sein? Oder rot vielleicht? Lass mich nachdenken. Ich weiß nicht, warum du... Ja, ich kann nicht beide gleichzeitig ausschalten. Oder war das Lydia? Wer das jetzt ist? Moment, wie viele... Ich habe noch zwei Betäubungsbolzen. Das könnte gehen. Aus dem nicht rauszugehen bei der Tür? Nein. So, und zwar jetzt. Eins. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Aber er muss die umbringen, nicht nur betäuben. Ja, das kann ich immer noch, wenn er betäubt ist. Aber ich muss erst einmal die beiden Körper hier wegschaffen. Wieso? Sie liegt hier optimal. Sie sieht ja ganz schön. Stimmt. Aber so. Wie bringst du mit um? So. Ganz einfach. Ja. So. Nicht tödlich. Werden wir nicht machen. So, jetzt hier noch Emily und wie, hier... Da kommt wer auf. Die Tier hätte zu machen müssen. Tür muss zumachen. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Der Hals da ist. Komm raus. Lass mich nicht nach dir suchen. Wo musst du jetzt hin? Ja, auf jeden Fall. Alter, okay. Die beiden sind eh hinüber. Wo musst du hin? Hier, Dampfraum.
Sekunde. Okay, das ist keine gute Idee. Na gut, war dann wohl doch nichts. Der Hals da ist. Was geht hier vor? Aufpassen, da kommt einer von rechts. Haltet ja. Die Augen offen. Wie komme ich dorthin? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Okay. Puh. Ja. Jetzt heißt. Ich habe mich gewundert, warum du da rausgehst, wenn da wer steht. Ich glaube, es wird einen es wird einen anderen Weg geben. Dann muss ich den erstmal entdecken. Ich glaube, es ist schon gut, wenn der da hoch. Wie viele Betäubungsbolzen? Ich habe einen Betäubungsbolzen, okay. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Ja, dann betäubst du halt nicht mit dem Bolzen, tu den Bolzen weg. Den hebt er auf für bessere Zeiten. Gehst in die falsche Richtung. Ja, aber eventuell, wenn ich hier unten lang gehe, komme ich auch hin und dort sind vielleicht noch nicht alle alarmiert wie Sau. Ja, weil hier sehe ich noch keinen. Ja gut, eine. Ah, bisschen Geld kann nicht schaden. Du bist ja draußen jetzt. Ja, das stimmt wohl, aber vielleicht geht's auf der anderen Seite zu einem besseren Weg. Da ist irgend... Zu den Waffen! Nur weg hier. Nicht weg hier. Da wachst du mir nicht schon, die hören mich nicht. Und doch hier, es ging. Ja. So. Wo ist dieser. Der ist um. Ah, doch, nein, da. Oder? Der ist doch unten, der Darmfraum. Tu die Nachtsicht weg, das. Das ist grausam, ich weiß. Wo kommen wir hier raus? Du musst auf die andere Seite. Ja, stimmt. Der Hans da ist. Kannst nicht hier rennen? Dann würde er mich vielleicht bemerken. So bemerkt er mich aber nicht. Ich leg den. Dann wieder quer durchs Gemüse. Ich lege ihn nur hier hinten ab, weil hier wird ihn keiner sehen. Wenn er hier so chillt. So könnten die vielleicht. Wäre die KI nicht schlecht oder wirklich gut, sagen wir mal eher so, könnten die vielleicht sogar glauben. Aber der Dampfraum ist unterhalb. Der ist nicht in dem Stück. Ja, ja, der ist. Aufpassen. Der geht auf, der kommt näher. Da kommen aber jetzt zwei runter. Moment, wenn die da jetzt herkommen. Ah nein, die patrouillieren immer nur hoch und runter. Wenn der sich. Du da hinten jemand, hinter dir. Was ich auf den. Sicht auf den. Du bist ganz falsch. So, hier sieht mich jetzt wenigstens keiner. Dampfraum ist genau gegenüber. Kannst du nicht hier beamen? Zu dem? Dampfraum. In den Dampfraum reinbeamen? Wie soll das gehen?
Soll ich denn den zuerst einmal Helm drehen oder zumindest mal ausschalten? Okay, nein. Schlecht, da kommt der nämlich. Ich weiß nicht, warum du sagst, die hören die nicht. Ja, das ist Uatmo. Du hast keinen Pfeil mehr. Nimm das Ding weg. Sag mir, wenn du wieder um die Runde spielen willst. Ja, nicht jetzt, bitte. Hm. Vor allen Dingen lass den bitte nicht sehen. So, ganz ruhig. Und schnapp ihn. Wegsehen. Der hat nur immer gesagt, wer schleicht da draußen. Hier schleicht gar niemand. Ist alles in Ordnung. Oh Gott. Die eine Trolle hat mich da echt zu Tode erschreckt, Halbert. Bist du, glaube ich, am richtigen Weg da oben. Mhm. Weil da oben sind die Gesichter, die haben nicht. Ja. Morgen wird die ganze Nacht da drin sein. Mehr Sold für uns. Auch wenn es mehr wäre, wenn sie nicht für Prostituierte ausgeben würden. Mein Cousin arbeitet in der Mine. Die Sklaven haben sehr tief gegraben. So tief, dass sie reihenweise an Erschöpfung oder giftigen Gasen sterben. Aber das Silber ist fast abgebaut. Was werden sie damit machen? So wie es aussieht, spielen und trinken, bis alles weg ist. Und dann in die Schule springen. Und jetzt ein gut gezielter Schuss und tschüss. Geht schon schneller, schneller. Ja, was wolltest du? Du sollst ihn töten. So ist das Ganze noch eleganter. Lass dich. Ganz genau. Sie besagen, Konservativen drei zusätzliche Stimmen erhalten. Aber ich hab das nicht durchs Schlüsselloch schießen kannst, gell? Ja. Woher weißt du denn sowas? Denken Sie, ich sei als Kurtisane geboren, Lord Pendleton? Ich war eine Schreiberin bei Lord Estermont. Früher. Was ist dem alten Estermont zugestoßen? Moment, die Sekunde, Rallye Idee. Ein alter Abwasserkanal unter seinem Parlamentsbüro. Eines Tages gab es... Sie müsste schnappen. Ja. Ja. Wenn sie mich durchlassen würde. Kannst du links aus dem Tier zu und tschüss. Ja. Hast jetzt du mich jetzt umgebracht? Ja. Ich meine. So, ja. Jetzt garantiert. So, jetzt heißt es nur hier irgendwo wie rauskommen. Ganz dicker, ist irgendein Abwasserkanal. Hier sind diese Baderäume. Haben die Beute, ja? Die haben Beute. Sehr gut, dann nehme ich mal von dem eventuell auch noch Beute. Ja. So, und jetzt heißt es zu Emily gelangen. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in den Finger bekomme. Vorsichtig. Wo ist die Emily? Ich vergesse ganz woanders die. Ja, irgendwo dort lang. Und runter. Quasi geduckt da. Wo ist der Beamer? Vergesse ich ja nicht. Dort Emily. Ja, aber.
Was machst du da oben, wenn es unten ist, die Emily? Ja, über oben komme ich vielleicht ungesehener nach unten als wie über unten. So, jetzt hier erstmal nachziehen, wenden. So, wo ist die Emily? Dort unten, also. Hallo? Okay. Da komme ich scheinbar so nicht drüber. Du schreist nicht um Hilfe! Du bist tief, wenn du weggehst. Ja, das weiß ich. Aber hier nicht. Und so komme ich auch nach unten. Oder eventuell über... hier. Du bist wieder offen. Nein. Ja, ich weiß, es ist falsch. Gut, aber ich würde sagen, zu Emily kommen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Dishonored. Jawohl.